Also ich weiß nicht, was mein Vater macht, aber es hört sich laut an. Kennst du das nicht? Mit dem Grashalm? Oh Gott, du, ich als Stadtkind kenne das sogar. Nee, das kenne ich nicht. Man kann nicht alles kennen. Ein Stadtkind. Großstadtkind. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist Sonntag, der 9. Mai und wir sind in der Selbach gefahren und wollen dort den Nahequelleweg wandern, spazieren gehen. Das Wetter ist top, Autothermometer zeigt 22 Grad an und ja, die Kinder und ich haben eine Kappe an, bei freier Sonnenbrille. Und los geht's. Also wie man an der Autos schwer erkennen kann, ist hier einiges an Betrieb. Das ist, glaube ich, auch so ein kleiner Tierpark, Wildgehege. Ja. Aber wir gehen nicht in den Weg da. Ich weiß gar nicht, wie man mich jetzt versteht, weil ich habe hier nicht das Synco-Lavalier-Mikrofon, sondern habe zum ersten Mal quasi die Puschel oben drauf und die interne Kamera, das interne Mikrofon am Start. Jo, danke schon mal an der Stelle an den Radler Jörg, weil der hat mich durch sein Video, ich glaube das war von letztes Jahr, inspiriert, den Weg da halt zu gehen. Und ich muss sagen, es macht richtig Laune, mal nochmal durch den Wald zu gehen, wo jetzt der Wald so richtig schön grün wird. Grün wird er nicht grün. Oh, das ist echt schlimm. Also beschildert ist der Weg schon mal gut. Und ich weiß noch, der Radler Jörg, der ist ja auch im Herbst dort durchgegangen, wo man die Wehe fast gar nicht mehr gesehen hat.
Ja, übrigens habe ich halt nicht nur das Funkmikrofon nicht dabei, sondern ich habe auch halt mal andere Stativ dabei. Ich habe mich nämlich von Franks Vlogs Influencer gelost und habe mir das Ulanzi MT34 zugelegt. Das ist jetzt quasi der erste Praxistest. Der Hem am PC als Webcam-Stativ habe ich schon benutzt, aber jetzt mal hier in freier Wildbahn sozusagen. Ja, wo wir erst knapp über einen Kilometer gegangen sind, hier ist schon wieder eine Bank. Es war ja schon einige Bank da, also für den Wegstuhl zu gehen mit der Familie und dann Pause zu machen, einwandfrei. Kann man empfehlen bis jetzt. Da geht's durch, zwischen den zwei Bäumen durch. Zum Glück bin ich nicht so dick, also ich schaffe es noch durch. So, mal ein bisschen mehr Weitwinkel. Ich habe nämlich jetzt die Selfie-Stangen da vom Ulanzi ausgezogen. Und auf geht's. Jetzt sind wir da in freier Natur. Auf der Wies. Da hinten sieht man den Schaumberg. Der müsste jetzt eigentlich im Hintergrund von mir sein. Und da ist noch eine Schaukel und eine Bank und so weiter. Und der Wind bloß wieder. Ja, hinter mir da war Schaukel mit zwei Schaukeln und eine Heizung und eine Bank. Allerdings ist hier auf dem Weg auch saumäßig viel los, sodass natürlich jetzt auch andere da auf der Schaukel und auf der Bank gucke. Mein Sohn konnte wenigstens noch aufs Heiße krabbeln. Also da oben, ich gucke gerade auf der Bank und habe Aussicht auf den Schaumbergsturm. Aber da bläst der Wind aber wirklich extrem. Und das würde mich jetzt interessieren, was Indrian der Mikrofon da von der ZV1 mit der aufgesetzten Deadcat da rausfiltern tut. Meine Frau hat gerade ein Bild gemacht, wie man da auf der Bank gehockt hat und die Kinder wäre fast die Kappe weggeflohen. Ja, also das war wirklich extremer Wind, ey. Auf der Freifläche. Ja, es gibt's auch da. Die geliebte schmale Pfade von Mike und Heidi. Oder Heidi und Mike. Es geht jetzt ein bisschen hoch und der Altpapa tut mal wieder ein bisschen Keuche. Liegt aber nicht an dem Altpapa, sondern daran, dass meine Frau will nicht vor die Kamera, aber beleidige, kann sie mich immer, ey.
So, wir haben alle schon festgestellt, bei dem Wetter wäre Kotzebuchse, wäre eigentlich ideal. Bei meinem Sohn klebt die Hose, bei mir auch. Aber es ist trotzdem immer noch schön. Schön, 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 gell, Till? So, am Radler Jörg musste ich gerade mal ein Beweisfoto per WhatsApp schicken, damit er auch weiß, dass wir wirklich auf einer Quellefahrt sind. Und er ist am Schaffe. Er will mir auch noch ein Beweisfoto schicken, dass er auch am Schaffe ist. Tja, das ist das Los von den Schichtarbeiter. Die müssen auch am Wochenende ran. Und da ist jetzt schon der zweite Ameisenhaufe. Wahnsinn, was da für ein Gewusel ist, ey. Ah. Naja, gut, das soll jetzt aber wieder ein kleiner, schmalerer Pfad. Und es geht nur bergab. Das heißt, ich bin weniger am Keuchen. I'm hoping I won't let you go. I left my heart in the city. Ich hoffe, du bist nicht durch den Batsch gelaufen. Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht gesehen. Bella, ciao, Bella, ciao, Bella. Soon enough I hold you low. I was raised in the days of my space and screen names. Back then when I was only worried about my top friends. Now my circle is getting smaller, all these people acting fake, man. And to be honest, I don't even have a top 10. Me against the world, I've been doing what I really love. Haters been hiding behind the screen, man, they movie cuts. And when I'm back at home, it never feels the same. Cause we've been doing our own thing, trying to stay up. I wanna go back to days with no grades. We ordered the kids meal, play ball, that's all day now. I'm stuck looking at this Instagram page, but these likes on my picture don't result in getting paid now. I've been wondering where the party at, cause all of my concerns got me wondering where they got the Bacardi at. Ho, ho, ho! Haben wir dann schon Weihnachten? Ich hoffe es nicht, ey. Ich bin froh, dass das Wetter echt mal besser wird. To go and pour another drink just to get away. We gotta live it up, Carolina here to stay. I'm hoping I won't let you go. Also ich glaube, es war doch kein Weihnachtsmänner. Ach, es war nämlich irgendwie Schneewittchen und die sieben Zwerge oder so. Yeah, I left my heart in the city. Back since I was shooting hoops, new shoes, you know what I've been going through. And it's for the team, no, I go for my dreams. I've been on tours and screens, but I'm more than it seems. She talk business, and that's what I'm about, kid. It ain't for the money, it's for helping our kids get what they deserve. I'm sick with every word, and if I ain't real, you ain't gotta play this verse. I'm more formal, raps is... Yo, the Hunter. Eine kleine Brücke hingemacht und Holzscheibe, wo man kann drüber gehen. Aber ihr habt sie gesehen, es war batschig, also das hat schon seinen Zweck gehabt, dass man da vorbeigeht, um keine dreckige Schuhe zu kriegen. Most mortal, I kill flows, they say fame's to smash more hoes. I
teleport over most artists, kid. Deliver dope lines just like the post office did. Whether it's on the track or streets, I keep it authentic. I did some things in the past, I gotta repent it. But no man's perfect, that's why I'm still alive. To keep reflecting, to keep this car and driving. Hallihallo und einen schönen guten Tag. Ich melde mich aus Selbach. Wir sind nämlich da auf Nahquelle Wanderweg. Hallihallo und einen schönen guten Tag. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Wir hocken da in Selbach und sind auf dem Nahquelle-Fahrt unterwegs. Und die Kamera ist auch am Start, weil es gibt natürlich wieder ein YouTube-Video. Wie soll es auch anders das sein? I'm hoping I won't let you go. Yeah. I left my heart in the city. Und da ist sie wieder, die Altersdiskriminierung bis 40 Jahre. Und ich bin zu alt dafür. Einfach wirklich zu viel jeder Scheiß, weil ich habe jetzt drei Akkus verbollert, wobei natürlich der erste Akku auf keinen Fall voll war. Und ja, war aber wirklich ein schöner Ausflug da. Und wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst ja, Daumen nach oben, Abo und kommentiere. Und da kommt wirklich noch ein schönes Auto, nämlich den Mitsubishi Eclipse Cross aus Trier.